Hey Twink, dieser Mutierschirm, den ich beim Quiz gewonnen habe. Wenn ich ihn benutze, kann ich mich doch in jemanden anderen verwandeln, stimmt's? Glaubst du, ich kann ihn dazu verwenden, mich von hier davon zu stehlen? Ja, ich wette, das kannst du. Warum probierst du es nicht aus? Drücke B, während du die Person ansiehst, in die du dich verwandeln willst. Aber ich möchte doch nur... Warum kann ich mich nicht in Twink verwandeln und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario 64? Wäre doch so viel einfacher, wenn ich mich als Twink verwandeln würde, dann könnten wir zusammen wegfliegen. Just saying. Wäre so viel einfacher. Krass. Ich kann jetzt auch mit denen reden. Ey, wie geht's? Puh, in letzter Zeit ist die Arbeit nur noch die reinste Schinderei. Auf Patrouille, gut, du darfst passieren. Okay, was ist denn hier? Achso, das ist mein Zimmer. Ich meine, das ist natürlich nicht mein Zimmer. Was sagt denn der Dude da oben? Auf Patrouille, gut, du darfst passieren. Alles zurück hier? Ich? Nervös? Quatsch, ich doch nicht. Du hast mich überrascht, das ist alles. Wo bleibt nur meine Ablösung? Meine Schicht ist schon seit Ewigkeiten um. Hör mal, würdest du nach dem V-Pilz suchen und ihn herbringen? Bitte, ich bin schon müde. So sieht er aus. Wahrscheinlich lungert er irgendwo außen, draußen herum. Ja, damit kannst du ihn finden. Das ist der Schlüssel für das Hauptportal. Ohne ihn gelangst du nicht nach draußen. Stand da jetzt gerade wirklich Haus? Portal? Und da habe ich mich einfach nur verlesen. Ich tippe mal auf verlesen. Dann würde ich mal sagen, gehen wir wieder runter. Upsi. Okay, nicht nochmal B drücken. Das kann dafür sorgen, dass wir dementsprechend unsere Verkleidung ablegen. Und einmal das hier öffnen. Nom, 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 nom. Was sind wir denn hier so schön? Die scheint abgeschlossen zu sein. Du kannst sie nicht öffnen. Habe ich mich unten hier eigentlich schon komplett umgeschaut oder noch nicht? Geh einfach nochmal überall rein. Hier war es schon. Da war ja auch der Tod. Da links schon? Ich weiß es nicht. Oh, hier war die Quizshow. Hier ist doch nichts mehr. Jetzt darf ich noch nicht B drücken.
Das wäre nämlich ziemlich mies. Mach ich da unten rechts eigentlich schon? Und das war dieser Raum hier. So, hier ist deine Ablösung. Ah, endlich wird ja aber auch mal Zeit. Du bist wieder viel zu spät dran. Weißt du nicht, wie man den Dienstplan liest? Ich lasse es hier noch einmal durchgehen, aber pass in Zukunft besser auf, ja? Okay, dann mal viel Spaß. Ich verzieh mich. Lass dich nicht beim Faulenzen erwischen. Du bewegst dich auf dünnen Eis, Kumpel. Ja, hier ist das Fenster. Dem allerersten Mario Part. Sailor Bowser. So viele Treppen. Gut, gut. Endlich ist alles fertig. Selbst wenn Mario mit einem Stern im Schlepptau hier auftaucht, hat er keine Chance. Es zeigt sich aus, das Schlimmste anzunehmen. Vollkommen richtig. Sie haben absolut recht, Kamikoopa. Du da. Du machst deinen Job sehr gut. Mach mal. Moment. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Du riechst zu gut. Sag deine wahre Gestalt. Oh oh. Ihr kleines Prinzessin Peach. Unfassbar. Schon wieder ausgebrochen. Wachen. Fangt diese Ausbrecherin und bringt sie zurück auf ihren Zimmer. Niemand interessiert sich für den Twink-Stern, ne? Welch eine Freude, dich zu treffen. Mein Name ist Clevastar. Danke, dass du mich gerettet hast. Jetzt, da Schnaufelauf rot ist, herrscht wieder Frieden in den Blütenfeldern. Ich glaube, wenn du nicht gekommen wärst, hätten die Blütenfelder nie wieder das Licht des Tages gesehen. Jetzt ist nur noch einer von uns hohen Sternen gefangen. Nur noch einer, Mario. Und ich bin Schlaxo von Hamtaro. Ja, bitte nutze meine Kraft, um auch weiterhin siegreich zu bleiben. Mario Sternkraft erhöht sich auf 6. Mario erhält die Sternkraft Auszeit. Auszeit lässt alle Gegner in ihrer Bewegung erstarren. Nun kannst du schon die Kräfte von 6 Sternen einsetzen. Setzt du meine Kraft weise ein, wird sie dir im Kampf entscheidende Vorteile verschaffen. Aber werde trotzdem nicht so selbstsicher. Du musst stets vorsichtig sein. Denn auch Bowser ist stark. Vergiss nicht, dass noch viel stärkere Gegner auf dich warten. Ich hoffe, dass dir unsere Kräfte helfen, damit du uns helfen kannst. Wir zählen auf dich. Meinst du mit stärkeren Gegnern unser Rival? Ich kehre nun in den Sternhafen zurück und deine Frage kannst du dir selbst beantworten. Ich kann es kaum erwarten, wieder dort zu sein. Ich habe mir schrecklichen Sorgen um die anderen gemacht. Ein Rivale wird siegen. Ich meine, du wirst siegen. Gratulation, junger Mario. Du hast den Stern gerettet. Nun dank deiner Bemühungen erstrahlen die Blütenfelder wieder einen alten Glanz. Danke, Mario. Es war wert, so lange zu leben, nur um einen Mann deines Formates kennenzulernen. Bitte besuche mich bald wieder. Ich freue mich schon darauf. Guck mal, das Lucky Lulu.
Wie geht's dir, Lucky Lester? Bemühst du dich, ein braver Lakito zu werden, indem du den Leuten hilfst? Das ist Spike. Nochmal. Ich habe dir doch gesagt, du sollst mich nicht Lucky Lester nennen. Manni, hörst du mir zu? Gerade deswegen finde ich dich so süß. Nintendo sollte Lucky Lester fluchen. So, dann gehen wir doch erstmal zum Postamt, ne? Immer das übliche Boon Postamt Untergrund und dann gucken, wie es weitergeht. Ah ja, Mario, ja, hallo. Nun, du hast Post bekommen. Welchen Brief möchtest du lesen? Von Koopa. Was Fan. Hier bitte. Sehr geehrter Herr Koopa. Ich muss mich dafür entschuldigen, Ihnen einfach so einen Brief zu schreiben. Aber ich musste es tun. Ich sah Sie in Toton zusammen mit Mario. Sie sahen so stark und mutig aus, so umwerfend. Wenn Sie es gestatten, würde ich gerne mal mit Ihnen plaudern. Oh, wie peinlich. Ich werde Ihnen bald wieder schreiben. Viel Glück, mutiger Cooper. Ihr Fan. Okay. Sushi. Sashimi. Hier bitte. Liebe Mama, zuerst hörte ich, du wärst im Dschungel verschollen, dann hörte ich, du bist mit Mario unterwegs. Mach ja nichts Gefährliches. Komm so schnell wie möglich wieder zurück, ich warte auf dich. Wenn du wieder da bist, wirst du vielleicht schon ein Großschieb sein. Deine Tochter Sashimi. Okay, Großschieb. Herzlichen Glückwunsch, Sushi. Und von Lucky Lulu. Hier bitte. Lieber Lucky Lester, wo bist du? Ich hoffe, du bist ein braver Lakito und kommst bald wieder. Ich werde nahe der Flüsterweide auf dich warten. Wenn du nicht zurückkommst, werde ich dich bis ans Ende der Tage suchen. Ich werde so einen Starrsturm über dir entfachen, dass du nicht mehr weißt, ob du Männchen oder... Bist du mir leid, Liebster. Ich werde immer zornig, wenn ich mich sorge. Nein, das reicht für heute. Dann gehen wir jetzt in den Untergrund. Also erst schauen wir mal in den Shop nach. Ja, was haben wir denn? Megabeben bringt bei Boden und Decken gegen einen großen Schaden. Ui. Verlängert die Strecke, die Mario wirbeln kann. Brauche ich nicht. Gruppenfokus, selbst auch Marios Freund das Fokuskommando an. Eigentlich auch ziemlich nice, aber... Megabeben. Immer dafür brauche ich dann auch 6... Ah, wusste ich's doch, Mario. Ich wusste gleich, dass du die Auge vor Ohren hast. Das hier ist ein guter. Megabeben kostet 200 Münzen. Die Anzahl der OP für diesen Ohren beträgt 3. Da ist auf Fokus. Tschüss, Superbeben. Tschüss. Multisprung. Ich wollte eigentlich Powersprung. Nein, eigentlich wollte Powerdouts, ne? Tschüss, Schrumpfer. Und dann brauche ich immer noch eins weg. Herzilein ist auch gut. Spion hat eben auch. Naja, Spion kann man ja bei Bosskämpfen ja wegmachen, ne? Da wollen wir Spion auslassen. Ach, ich weiß nicht. Versteckte Orden. Okay, Sternsplitter ist ja was Gutes. Ich glaube, jetzt brauche ich hier auch nicht mehr unbedingt. Diebschieb, ne? Kannst du hier einfach rüberschweben? Was für eine Enttäuschung, was kannst du eigentlich? Und dann hier, einmal Lucky Lester.
Muss ich wieder gegen Blooper kämpfen? Oder nicht? Ja, erster Angriff. Kann ich mal gucken, was davon Schaden macht. Holy moly. Acht Schaden, hm? Erster Angriff erfolgreich. Und nochmal Megabeben. Ich glaube, hier wäre tatsächlich Blumensamen aufflattert. Warte, kann ich hier was sprengen? Nö. Oh, die ist aber eher schneller. Die kann ich auch so normal machen. Warte mal, wie viel Schaden macht eigentlich was? Der geht doch und geht doch die Verteidigung, ne? Wir schauen, machen. Das ist sowas von unnötig. Etwas sowas von unnötig. Man, den Malhammer macht man auch. Andererseits treffen wir mit dem alle. Ich muss abwägen, ob sich das lohnt für sie. Punkte. Was haben wir hier? Eine Münze, wow. Hier lohnt sich das definitiv. Ist aber so sternenlastig. Dabei wirklich. Blumensegen, ne? Ich hoffe, dass hier unten ein Sternensplitter. Kann ja immer, wenn ich einen neuen Raum betrete, ja einfach mal kurz umtauschen, ne? Komme ich gar nicht dran. Glück. Machen wir erstmal die hier weg. Andererseits komm ich. Ich lass dann doch lieber. Hier unten. Schon lange unter Kopf. Ey. Flup. Was haben wir denn hier Schönes?
Du hast die Ultrastiefel, die Angriffskraft von Marios Sprung wird verstärkt. Außerdem kannst du nun einen Tornadosprung ausführen, drückst du A in der Luft. Nice. Und dann weiß ich jetzt, wo es wahrscheinlich weitergehen wird. Wisst ihr noch den einen Raum mit der Tür? Ich mal, so kommt man dann lang. Frag es noch, wo war der Raum? Der Berg hat sich im Wasser zu schwimmen. Ist deine Wolke aus Zucker? Ist wahrscheinlich, löst sich die Wolke im Wasser auf und deswegen, ja, macht Sinn. Ich möchte aber nicht gegen jeden kämpfen. Nein, nein. Mist. Nummer Uno ist weg. Er macht einen Schaden. Und weg mit dir. Ja, überhaupt keine Erfahrungspunkte mehr. Meine Verteidigung ist so gut, dass das überhaupt nichts mehr ausmacht. Jetzt komme ich auch an diesen Block hier ran. Komm, ich schlüpfe vom Powerblock. Da oben war ja eine Tür, ne? Genau. Warte, 1, 2. 1, 2. So. Ich da ganz normal überspringen kann. Kann sich nur um Jahre handeln. So, das ist eine Tür. Die Tür ist von der anderen Seite fest verschlossen. Und jetzt? Muss ich vielleicht zum Merlo zurück? Er hat immerhin seine... Warte, ich möchte jetzt was wissen. Wie viel Schaden mache ich mit meinem Sprung? Okay. Naja, dann sag ich mal und tschüss. Kann ich hier nochmal mich kurz heilen gehen? Dann kommen wir weiter. Wenn es wirklich die Tür ist,
Dann sehen wir uns in der nächsten Folge dann definitiv dort wieder. Den ganzen Weg erspare ich euch. Dann heile ich mich auch offscreen. Oh, du bist es. Du kommst genau richtig. Da wartet jemand auf dich. Nett, dich kennenzulernen. Ich komme aus dem Sternental. Das Sternental liegt in der Biber-Region, ein kalter Ort im hohen Norden. Fast am Ende der Welt. Merle, der von dort stammt, sagt, dass er dir etwas sehr Wichtiges mitteilen muss, Mario. Merle aus dem Sternental ist mein Sohn, Mario. Er scheint, als würde er dich brauchen. Wenn er nach dir sucht, kannst du dir sicher sein, dass etwas von höchster Wichtigkeit ansteht. Du musst ins Sternental gehen. Verschwende keine Zeit. Ja, bitte beeile dich. Ich laufe voraus und werde Merle über dein Kommen informieren. Ich glaube, irgendwo tief unter der Stadt gibt es eine Röhre, die mit Biber City verbunden ist. Das Sternental ist ganz in der Nähe von Biber City. Mario, laufe rechts zu meinem Sohn. Er wartet auf dich im Sternental. In der Röhre. Bin ich mal gespannt. Gut, dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge direkt bei der blauen Tür wieder. Bis dahin, tüdelü.